Ah ja, ich nehme dann wahrscheinlich Mage. Ja! Uchte! Was ist das denn? Der Anfang. Ruft eure tödlichen Verbündeten aus dem Jenseits und werdet ihr großer Gebieter. Und keine Angst, was gestorben ist, das kann auch wiederbelebt werden. Aha. Der Anfänger. Schnitter. Schnitter belegen den Gegner mit tödlichen Flüchen, um sie kontinuierlich bis aufs Nichts zu reduzieren. Dieser Bild konzentriert sich auf anhaltenden Schaden und verfügt über weniger Potenzial für explosionsartigen Schaden als andere Bilder. Okay, Grabherr. Finde ich interessant. Okay. Ein offensiver Magier, der untote Begleiter und Todesmagie einsetzt, um seine Feinde zu vernichten. Wobei mich ja schon interessieren würde, bei den anderen. Ach, vielleicht mache ich es ein anderes Mal. Erstmal will ich einen Char stellen. Okay. Mhm. Flammenrufer. Okay, das sind Steine in der Hand. Ein offensiver Magier, der Feuer einsetzt, um seine Gegner aus der Entfernung zu vernichten. Dieser Bild, der große Schaden anrichten kann, eignet sich am besten für Gruppen und könnte im Solospiel Probleme bekommen. Guide bereitgestellt von Heartbeat. Das wäre toll. Kann ich die auch durchlesen? Schattenschnitter. Offensiver Magier, der an der Seite seines verbündeten Skeletts sein Schwert schwingt. Blattklinge. Blattklinge ist ein Solo-SPS-Magier. Ein SPS-Magier. Was? Mit großer Überlebensfähigkeit. Er kann einer Gruppe durch Heilungen helfen, besonders wenn keine Chloromanten. Was ist ein Chloromant? Anwesend sind. Blablabla, Arcanist. Ein defensiver Magier, der die Macht der Luft und des Wassers nutzt, um sich selbst abzuschirmen und Angriffen zu widerstehen, die andere Magier besiegen würden. Bild und Anleitung zur Verfügung gestellt von Trunks. Aha. Ja! Beschwörer. Ein offensiver Magier, der seine Kräfte mit denen von mächtigen Elementaren vereint. Dieser Bild ist auf das Solospiel spezialisiert, verursacht jedoch nicht so viel Schaden wie ein Bild, der sich besonders auf Schaden konzentriert. Okay, finde ich ja gar nicht so schlecht. Ich mag zwar... Warum das nicht unterschiedlich ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich nehme mal den Beschwörer, weil ich lieber Solo spielen möchte. Okay, ich kann allen möglichen Scheiß ändern. Als erstes die Haare, bitte. Aha. Ah, okay. Nee. Haare 2. Nicht so richtig. Haare 3. Uff. Ja, Haare 4. 5. Ach, nicht richtig. Die gar nicht. Die gar nicht. Nee. Nee. Überhaupt nicht. Ganz grauenhaft. Vielleicht. Die Frisur ist toll. Die gefällt mir. So, aber bevor ich mir eine Haarfarbe aussuche, sollte ich mir... Was sind denn Markierungen? Achso, das ist das, was ich an den Augen habe. Also mich spricht jetzt spontan nicht so sehr irgendwas davon an. Das hier fand ich noch ganz nett, den Schmetterling. Aber noch Make-up. Okay, also, dann entweder... Aha.
Nee, das gefällt mir nicht. Nee. Das finde ich gar nicht so schlecht. Nee, das gefällt mir schon. Nee, das ist nicht so. Das ist okay. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Nee. Nee. Auch nicht. Okay, also ich würde sagen, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, welches mir gefallen hat. Das hatte mir gefallen. Nee, das nicht. Und achso, damit ändert sich die Lippenfarbe. Nice. Ja, Größe. Ich möchte was Kleines. Ich hätte gern süß. Wenn ich Voreinstellungen nehme, abbrechen. So. Was ist das hier? Gesichtsform. Oh. Okay, das gefällt mir nicht. Die gefallen mir alle nicht so richtig. Aber das finde ich noch mit am besten. Was haben wir hier noch? Ah, ich kann mir aussuchen, ob ich ein viereckiges, ein dreieckiges oder ein rundes Gesicht gern hätte. Ach, du Scheiße. Aber auch hier ist das zweite wieder am besten. Rund. Ne, rund gefällt mir. Also, da will ich schon eher... Oh, viereckig sieht auch scheiße aus. Mach mal spitz. Ne, hätte gerne das zweite. So. Augen. Nee, warte, erst brauche ich... Kann ich nicht irgendwo auch die Hautfarbe ändern? Ah, da, Hautfarbe. Und das hier. Aha. Ah, das wird... Ah ja, okay. Also ich kann nur diese hässliche... Graufärbung, in welcher Art auch immer. Ich finde hier blass eigentlich gar nicht so schlecht. Eine passende Augenfarbe, eine passende Haarfarbe und schon passt das. Klamotten passen nicht, aber gut. So, erstmal Haare. Ich mag ja lila. Aber der Ton ist auch hübsch. Tränenfarbe. Und wozu habe ich jetzt das hier ausgesucht? Wenn das... Was? Ja, gar nicht so hässlich. Aber ich finde dieses... Ah, das stuft es sozusagen... Okay, Cups. Noch nicht ganz geblickt. Es hat schon was mit Strähnchen zu tun, aber... Ich finde die Farbe ja irgendwie toll. So, aber dann brauchen die Markierungen eine andere Farbe. Ganz blass.
grün. So bläulich. Also bläulich finde ich gar nicht so schlecht. Achso, jetzt muss ich die Lippen aussuchen. Ne, die müssen ja dann zu den Haaren passen, ne? Also was Dunkelrotes hätte ich gerne, aber ich finde hier nichts Dunkelrotes. Naja, lassen wir es dabei. Dann brauchen wir Augenfarbe. Die ist geil, aber... Die finde ich gar nicht so hässlich. Ja, würde ich sagen, nehmen wir erstmal damit. So, was haben wir hier noch? Ah ja, Skalierung. Wahrscheinlich der Augen. Nö, ich mag große Augen. Rotation. Ah, ob ich lieber hier Schlafzimmerblick hätte oder doch eher hier ein bisschen Arroganz ausstrahl. Also ich finde hier so ein Mittelding gar nicht so schlecht. So, Mittelding, Augenbraue 6. Augenbraue 1. 2. Ich muss zugeben, ich erkenne den Unterschied nicht wirklich. Nee, 5 nicht. ja, ich mochte irgendwas am Anfang. Hier, die hier finde ich ganz nett. So. Nase. Größe. Kleine Nase. Oder eine sehr große Nase. Nee, eine sehr große Nase braucht man nicht. So ist schon ganz gut. Neigung. Ich war schon nicht so. Das sieht scheiße aus. Das sieht genauso beknackt aus. So, ist okay. Ein Stückchen nach unten. Mund. Gott. Nein, wir sind kein Breitmaulfrosch. Eins. Also, Ohren. Horizontal. Achso. Achso, das sind... Ah, ob ich lieber... Segelohren hätte oder... Oh, ich mag Segelohren. Ich finde Segelohren hübsch, so vertikal. Nö, ich finde die hier unten schon ganz hübsch. So, Name. Glaube ich nicht, dass es den schon... Weiter. War ja klar. Warum wundert mich das nicht? Das